Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play League of Legends. Und siehst du mal, das Ding heißt Zombie Rise. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, was das für ein komischer Skin ist. Okay. Kenne ich gar nicht. Ja, wir legen einfach mal die Leute nebeneinander. Ich spiele hier den Jax, den Neverguest LP im Jungle. Die Jungler sind hier. Dann haben wir die AD Carries. Die sind... das ist eine gute Frage. Ist Timo der AD Carry gewesen? Bei denen? Ich glaube schon. Ja, Morgana, Lulu. Timo, Ash. Scheiße. Okay. Okay, na dann geht's mal los hier. Also wie gesagt, ich Jax Jungle. Wir gucken uns mal die Start-Items an bei Ryze. Kann man das durchaus machen, wie er das da tut. Auch Lux ist zwar ungewöhnlich, ist aber vollkommen okay. Mit dem Start-Item, dem dicken Wälzer, Jax und Evelyn. Vollkommen gleich. Timo geht auf AD anscheinend. Und Lulu und Morgana haben sich beide das Standard-Equip geholt. Ich finde den ersten anfänglichen Wort ziemlich sinnlos, muss ich gestehen. Ich würde mir lieber 4 Kekse holen, aber das kann jeder machen, wie er möchte. So, 20 Sekunden, dann geht's los hier. Und ja, mal schauen, wie das hier läuft. Also höchstwahrscheinlich ist es ein Sieg. Ich versuche ja nur Gewinne zu zeigen. Das Problem an der Sache ist, dass ich momentan gar nicht mehr so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Deswegen ist es sehr schwer, das hochzuladen. Und vorher hatte ich 2, die habe ich nicht aufgenommen. Ja, es ist immer so, naja. Okay, Blue Buff geht los und da wird auf unserer Seite ein bisschen geschlafen von allen dreien. Bei der Evelyn hier, okay, da war der Pull ganz okay. Ja, ein bisschen hänge ich nach, aber ansonsten ist alles cool. So, oben die Fights gehen jetzt los hier. Wukong gegen Ryze. Ich würde aber mal meinen Tipp abgeben. Wukong gegen Ryze. Das verliert der... Also rein theoretisch würde ich sagen, der Wukong verliert es. Unten haben wir die Botlane. Da würde ich sagen, verliert es auf jeden Fall der Timo. Weil ganz ehrlich, Timo ADC, das spielt nicht ohne Grund keiner. Und auf der Mitte ist so eine Frage. Ich glaube, das könnte der Baker sogar dominieren. Ja, mal dann sehen. Das sind meine Tipps fürs Spiel, meine lieben Damen und Herren. Und jetzt geht's los. So, jetzt sind wir hier. Okay, da geht der erste Kampf. Oh, ja. Der Wukong drückt aber Damage. Und die Eve hat gerade... Ah, nee, das war ich. Die Jax hat gerade ihren Red Buff gemacht. Alle haben den Vision Ward dabei, das heißt keiner hat den Red Trinket dabei. Ich glaube, ich hole mir das am Ende noch. Das ist eigentlich so meistens, wenn ich gegen Timo spiele, dann ist eigentlich meistens so Midgame das Red Trinket bei mir dran. Mit der Erweiterung selbstverständlich. Okay, Supporter ein bisschen eingeschlagen auf der Botlane, ansonsten alles noch im blau-grün-gelben Bereich. Ja. Eve war schon einmal back und hat sich den Stein geholt und noch 2 neue Tränke. Nach 9 Creeps, naja, ob man da schon weggehen sollte, ist die eine Frage. Sie hat Level 3, ich bin Level 3, na gut. Hat ihr jetzt keinen großen Schaden angetan. Weil es geht hier langsam in die Dominatation. Und... Badum. Es gab Ryze zum Frühstück. Ja, der First Blood an mich als Jax. 500 Gold damit Vorsprung. Bis jetzt ganz ausgeglichen sonst gewesen. Und es geht weiter.
Wollte der Timo gerade unsichtbar werden? Wie sieht denn eigentlich so mit Skins aus? Hat überhaupt irgendjemand Skins? Ich frage mich auch, warum sich bei Ash, also wenn man Ash schon maint, warum man sich da nicht... Warum kaufen sich alle diesen Arcade-Skin, nee, diesen Herzog-Skin? Ich finde den mega hässlich. Da finde ich Königin Ash zum Beispiel viel cooler, aber ich spiele nun mal Ash nicht main, deswegen also nicht mehr. Ich habe die ja mal gemaint, aber... Nicht mehr, deswegen kann ich da jetzt auch nichts sagen dazu. Okay, da kommt der Eve. Na, auf der Botlane geht's ja gleich ab, oder? Yep, da ist er. Jetzt ist er da und Ash flasht davon. Morgana. Richtig gut reagiert von der Morgana. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die Ash sollte jetzt backgehen. Das ist der Moment zum Backgehen. Sie hat 23 Farm. Naja, aber... Eve ist mittlerweile schon ganz woanders. Sie bleibt da. Sie will noch weiter farmen. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Wukong hier richtig tanky schon. Was geht denn bei dem ab? Sofort angefangen mit Gürtel des Riesen. Wahrscheinlich um den massiven Spam von Ryze ein bisschen entgegenzuwirken. Da geht die Morgana kurz weg und die... Ah ne, Morgana bleibt noch. Oh, das könnte ja... Das könnte der... Lol, was war das denn? Ich glaube, sie wollte am Minion vorbeischießen. In dem Moment hat es aber gar nicht funktioniert. Oh, sehr gut vom Wukong, muss man mal sagen. Das sieht sehr gut aus. Und da der Timo. Ohohoho. Sehr schön, richtig schön. Leider haben sie nicht ganz bekommen, da hat die Ash ein bisschen spät reagiert. Aber es war doch ganz gut, so mit mehr Leben hätte die Morgana vielleicht Tower gedived. Oh. Da hat Lux den Blue Buff bekommen jetzt. Okay. Ne, Eve hat einen Blue Buff, lol, okay. Das hätte ich gar nicht abgegeben. Ja, das machen wir schnell Drake. Wir sehen, okay, Eve ist oben und hat das ja gesehen in dem Moment. Dann haben schnell Drake gemacht. Ich habe ja ein bisschen aufgepasst. Und nein, das ist übrigens Absicht gewesen, dass sie mich töten lassen. Habe ich auch extra Feuer gesmited, wie ihr gesehen habt. Weil ich so einen schnelleren Weg auf den in die Base habe. Warum hatte ich mich in dem Moment absichtlich töten lassen? Weil ich ja gar noch gar nicht back war. Und konnte mir jetzt Insta einfach mal das First Item plus Schuhe kaufen. Und schon geht's wieder los. Weil jetzt back supporten und dann noch die in der Base aufzählen hätte jetzt eindeutig zu lange gedauert. Schade, dass der Vega seinen Stun verkackt und die Lulu chased da ganz schön die Ash. Und Ave vor allen Dingen, komme ich auf Ave. Ich mache da Blue Buff. 9 Minuten rum, in einer Minute gibt es dann die Farm-Auswertung fürs Erste. Ich kann euch aber schon mal sagen, das sieht bitter aus. Aber sind wir ja momentan mittlerweile gewohnt. Wisst ihr, was ich nachher mal mache im nächsten? Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Und zwar werde ich da ein Diamond-Game einfach mal kommentieren. Genau, ich werde mir einfach das nächste Diamond-Game, was mir gefällt, jetzt hier mal rauspicken und werde das kommentieren. Oh, nice, aber bringt nicht so viel.
Da eine Katharina und das wäre so gemacht. Oh, riskier nichts, Ash. Auch das war sich übrigens die beste Idee. Ash, riskier nichts. Oh mein Gott. Da kommt Jaxi Bexi, Exi Maxi. Und geschickt um den Pilz gelaufen. Richtig nice. Boing. Dodge. Super. Rice verfehlt sein Stun. Auch nicht schlecht. Der Wukong macht das sehr geil. Normalerweise würdest du... tot. Ja, hier kann auch die Evil sich mal aufhalten, jetzt da ist der Tower leider down. Und stirbt auch noch der nächste. Man sollte sich halt nicht mit einem Checks 1 vs 1 anlegen, erst recht nicht, wenn da noch eine Ash um die Ecke kommt. Das macht sich nicht so gut. Okay. Oh mein Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da der AD Carry Abtausch. Es ist sehr lustig zu Timo AD Carry zu sagen, aber es ist so. Wie gesagt, der Wukong macht das sehr gut. Normalerweise würde Wukong dieses Ding benutzen, um nach vorne zu kommen. Er benutzt es in dem Moment aber, um nach hinten zu kommen und dass der Rice seinen Stun auf ihn immer drauf klopft. Und das war ein Fail. Aber egal. Ja. Lol. Sie überlebt das. Sie überlebt das. Jawohl. Nice. Nice. Oh, richtig gut gemacht. Und dann divet der Jax. Er divet. Er divet. Und er überlebt es. Hatte ich echt Lack in dem Moment, dass mich nicht noch ein Tower-Schuss getroffen hat oder so. So wie ich da weggehe. Ja, das war schon eine ziemlich coole Aktion in dem Moment. Also, habe mich gefreut, da kam auch dann gleich Hate von der Lux an. Wie lucky ich doch wäre. Ja, hat's ja recht gehabt, in dem Moment war ich wirklich ziemlich lucky. LOL. Der Rice. Schade, hätte Wukong vielleicht früher reagieren müssen, aber er konnte ja nicht an, dass der Rice dann zurückgeht. Zumindest die Bronze konnte er das nicht an. Jax kurz am Blue Buff. Vega pinkt einmal wild durch die Ecke. Menge. Das war da übrigens unabsichtlich, das war nicht so geplant. Und zwar hatte ich einen Red Buff schon. Einen feindlichen und habe mir deshalb den Blue Buff aus Versehen mit dem Red Buff geholt. Das war nicht der Plan. Hat der Vega mir aber nicht übel genommen. War also nicht schlimm in dem Moment. Nein! Oh, sie überlebt das. Sie überlebt das, sie überlebt das. Da kommt Timo um die Ecke, Timo kommt um die Ecke und Timo! It's Timo! Look what Timo say! Und Timo tot! Ich liebe es, wenn Timo sterben, ist das geilste ever. I catch a team. Wie geil er dran vorbei rennt. Wie geil. Oh mein Gott, ja. Der Timo muss sich mega geärgert haben bei dem Pilz.
I catch a Timo for ya. Und dann kommt die Eve. Und Wukong. Oh la la, da muss er flashen. Wukong hat anscheinend... Ach, siehst du, das 15 Minuten schon rum. Na gut, wie gesagt. Normaler Farm im Dia Challenger Bereich beträgt ungefähr 80 Creeps pro 10 Minuten. Bei Bronze gehe ich auf 60 einfach mal runter, um die eine Chance zu gewährleisten. Theoretisch müssten demnach jetzt die Leute 90 Creeps haben. Mal gucken, wer da jetzt dabei ist. Wukong hat